Die Zauberkiesel. Es war einmal ein reicher Mann, den jedermann liebte, denn er übte Barmherzigkeit gegen seine Mitmenschen. Eines Tages erhielt der Reiche einen Brief von einem Kaufmann aus dem Auslande. Darin stand, dass der Kaufmann eine Tochter habe und ob der Reiche wohl diesem Mädchen seinen Sohn verloben wolle. Der Reiche antwortete, dass er voller Freude einwillige. Sein Sohn solle der Schwiegersohn des Kaufmanns werden. Aber es werde wohl noch einige Zeit bis zur Hochzeit vergehen. Der glückverheißende Tag müsse unbedingt abgewartet werden. Nicht lange danach trat ein uralter Wandermönch in das Haus des Reichen. Der Mönch war auf einer Pilgerwanderung in die Ferne. Nun war er hier, um Almosen zu erbitten und ein Nachtlager. Der Reiche nahm ihn gerne auf und wies ihm ein Kämmerlein, wo er wohnen sollte. Der Ehrwürdige nahm es dankbar an und freute sich sehr, als der Reiche ihn bat, so lange zu bleiben, wie es ihm gefiele. Alle Leute im Haus waren dem Pilgermönch zugetan, und der Sohn des Reichen gewann ihn lieb von Herzen. Auch dem Altehrwürdigen gefiel der Jüngling. Die beiden wanderten oft zusammen umher, auf den Hügeln hinter dem Haus. Der Jüngling hörte die weisen Reden des Alten und war begierig, von der Erfahrung seines Lehrers zu lernen. Manchmal setzten die beiden sich wohl auch ins Gras am Rande des Gartens, um zu plaudern. Da geschah es, dass der Pilgermönch den Jüngling dazu anhielt, die Kiesel, die dort überall herumlagen, einzusammeln. Im Inneren des Hauses sollte er sie unter dem Fußboden Kacheln aufbewahren. Es kam dem Jüngling wunderlich vor, dass der Alte ihn solch Kinderspielwerk lehrte. Aus Schüchternheit wagte er jedoch nicht, ihn zu fragen, warum. Nun sprach der Fromme das Abschiedswort und pilgerte weiter, seinem Gesicht folgend. Jedermann im Hause war traurig darüber, denn alle hatten den Wandermönch lieb gewonnen. Doch wussten sie nicht, dass dieser Alte aus seiner Tugendkraft Wunder wirken könnte. Doch sollten sie dereinst erfahren, dass die Kiesel, die er einzusammeln befohlen, Zaubersteinchen waren. Nicht lange nachdem der Mönch fortgezogen war, traf den Reichen ein Unglück nach dem anderen und er verarmte. Schließlich war er ganz abgezehrt, denn weder Silber noch Gold waren ihm geblieben. Die Sorgen machten ihm schwermütig und das Elend, das Bittere, setzten seinem Leben ein Ende. Der Vater war in Armut gestorben. Nun war es die Pflicht des Sohnes, für seine alte Mutter zu sorgen. Silber und Gold hatte er nicht. Da blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als zu verhungern. Als er so dasaß und über sein Schicksal nachgrübelte, dachte er an den reichen Kaufmann, der ihm einst als Schwiegersohn auserkoren hatte. Der Jüngling machte sich daher auf den Weg, um seinen zukünftigen Schwiegervater zu besuchen. Als er jedoch am Hause des Kaufmanns anklopfte, da war er nicht bereit, ihn zu empfangen. Nur ein Diener kam und bedeutete ihm, sein Herr nehme sich keinen Hungerleider zum Schwiegersohn. Der Jüngling hörte das böse Wort und wandte sich traurig ab, um seiner Mutter seinem Kummer zu klagen. Die Tochter des reichen Kaufmanns jedoch hatte Mitleid mit ihrem Verlobten, als sie erfuhr, wie herzlos ihr Vater ihn von seiner Schwelle gewiesen. Weinend flehte sie ihren Vater an, den Jüngling zurückzurufen, aber der Vater ließ sich nicht erweichen und antwortete mit Starrsinn, »In 3 Tagen wirst du mit einem reichsten Männer verheiratet sein. Ich habe ihn unter meinen Freunden für dich ausgesucht.« Am nächsten Tag war die Jungfrau verschwunden. Im Kleid einer Bettlerin hatte sie das Vaterhaus verlassen und wanderte nun barfuß dahin, um allen Almosen bettelnd. Wer sie sah, glaubte ihr, dass sie eine Bettlerin war. So traurig blickten ihre Augen. Nach vielen, vielen Tagen kam sie zu Hause der Mutter ihres Verlobten und bat auch sie um eine milde Gabe. Die Mutter hatte großes Mitleid mit der Bettlerin, und da sie ihr nichts geben konnte, führte sie sie ins Haus und sprach ihr Mut zu. Als sie aber sah, dass die Bettlerin Tränen nicht zu stillen waren, blickte sie ihr tief in die Augen und sagte,
Wer bist du? Denn du bist keine Bettlerin. Da erzählte ihr die Jungfrau ihre traurige Geschichte. Seit sie aus dem Haus ihres Vaters geflohen war, hatte sie vielerlei Not bestehen müssen. Denn der Vertrag, den die Eltern für sie gemacht hatten, war ihr heilig. Als der Jüngling am Abend nach Hause kam, sah er mit Freude seine Herrin, die zu ihm gekommen war. Aber mit Schrecken dachte er daran, wie arm er war, und er wusste nicht, wie er sie ernähren sollte. Am nächsten Morgen führte er sie in den Garten und bemerkte, dass das Unkraut des Landes ganz überwuchert hatte. Da holte er einen Spaten und begann, die Erde umzugraben. Dann nahm er einen Rechen und hakte das Unkraut zusammen. Plötzlich bückte sich die Jungfrau, denn als der Jüngling die Hake durch die Erde zog, leuchtete hier und da und überall etwas auf. Sie sammelten es ein, und es wurde ein ganzer Berg. Das waren die vergessenen Zauberkiesel, und sie hatten sich alle in dicke Silberstücke verwandelt. Nun war aus dem armen Jüngling ein reicher Mann geworden, und alle Not hatte ein Ende. So geschah es. Der Pilgermönch hatte seinem Gastgeber Tugend und Barmherzigkeit vergolten.